Hallo meine Süßen. So, heute möchte ich euch die Eau Naturelle Sleek Palette swatchen und so euch natürlich zeigen, dass ihr alle Farben mal sehen könnt und ja, dass ihr mal richtig seht, wie sie denn aussehen und ja, die werde ich euch swatchen. Und dann möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Ich habe nämlich mir noch ein paar Sachen gekauft. Ja, die werde ich euch dann auch noch swatchen. So, ich fange jetzt mit dieser weißen Farbe hier an. Also die hier oben sind alle erstmal matt. Bis auf den einen oberen Ton hier sind die alle matt. Und die werde ich euch jetzt alle swatchen. Also. Das Creme-Weiß. Dann kommt so ein Grau. Ist auch matt. Das ist eigentlich ganz gut pigmentiert, aber das werdet ihr auf meiner Haut jetzt nicht erkennen können. Nee. Ich denke, dass ihr das nicht erkennen könnt, das Grau hier. Hier, das ist das Creme Weiß. Dann kommt ein gelblicher Beige-Ton. Also matte Töne sind ja eher, zeigt euch jetzt einfach alle auf dem Finger, weil könnt ihr es besser erkennen. So, dann kommt ein richtiger Gelbton, aber trotzdem noch so pastellig. Den könnt ihr, denke ich, mal erkennen. Hier. Auch wieder matt. So, dann kommt ein Orangeton, würde ich schon fast sagen. So sieht der jetzt aus. So, und jetzt kommt der letzte schimmernde Ton aus der Reihe. Der ist natürlich wieder sehr gut pigmentiert. Das ist ein Gold-Beige. So, warte ich euch mal ein bisschen. Kräftiger. So, wie ihr seht, der schimmert sehr, sehr schön. Wie die Schatten das eigentlich immer tun. Jetzt wären wir jetzt fertig mit der ersten Reihe. Ich hole mal kurz noch was zum, dass ich was zum Wegwischen habe. So. Das war jetzt die erste Reihe mit den cremefarbenen bis zu dem schimmernden und dann fange ich jetzt mal mit dem Schwarz an, dann kommt ein mattes Lila, ja, und dann kommt ein schimmernder Ton, ein matter Ton und wieder zwei schimmernde. Ich fange jetzt mit dem matten Schwarzen mal an und der ist wie immer extrem krass pigmentiert, wie ihr sehen könnt. Also bei den Sleek-Paletten unterscheidet sich das matte Schwarz meistens davon, wie zum Beispiel hier jetzt in der Palette ist das Schwarz jetzt sehr, sehr cremig und butterig. Bei den anderen muss man schon mit dem Pinsel richtig reiben, um überhaupt was von dem Schwarz abzubekommen. So, dann swatche ich euch das Lila. Das ist auch ein sehr, sehr schönes mattes Lila. Die obere Reihe ist eher matt und sehr natürlich gehalten und mit der unteren könnt ihr schon eher so Party-Looks schminken. Also mit der Palette werde ich auf jeden Fall mehrere Looks für euch schminken. Mit der schminke ich mich auch sehr, sehr gerne. So, jetzt kommt der erste schimmernde Ton. Und die schimmernden Töne in der Palette sind sehr, sehr gut pigmentiert. Also das ist jetzt ein Braun-Grau mit Schimmer. Und zwar, ich weiß gar nicht mit welchem, was für einem Schimmer. So. Dann muss ich mal wegmachen, was sonst. So, dann kommt wieder ein matter Ton. Das ist so ein
dunkelgraubraun. Dann kommt wieder ein glitzernder Ton. Das ist jetzt ein Grün-Gold. Ja. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Hat aber auch noch so einen, der doch sehr, hat auch noch so einen Brauneinschlag drin. Und die letzte Farbe ist auch wieder ein schimmernder Ton. Ist jetzt auch wieder so ein Braun mit so einem Roteinschlag. Eigentlich ganz gut erkennen. So, dann muss ich erstmal wieder meine Fingerchen sauber machen. So, dann zeige ich euch nochmal die untere Reihe. Dem Swatches, also die Schwarz, das matte Lila, dann eben der schimmernde Braunton, ne? Und der, dann wieder das matte Braun, Grau, also dunkelgraubraun. Und die letzten zwei ist eben dieses Grün und dieses Braun mit rotem Einschlag. Den Braun mit rotem Einschlag habe ich heute auch in der Lidfalte und hier so unter dem Auge. Ja, das sind jetzt alle Swatches von der Eau Naturelle. Finde ich eine sehr, sehr gelungene Sleek Palette mal wieder. Die Sleek Paletten kosten 7,95 Euro. Finde ich einfach, also wirklich, außer der Storm Palette. Also ich mag eigentlich alle meine Sleek Paletten, aber die mag ich auch sehr besonders. Diese Creme, diese schimmernde Farbe und diese Cremefarbe und auch dieses Grau. Also die drei hier benutze ich jetzt eher weniger, dieses gelbliche und orangeliche. Aber die anderen Farben benutze ich alle sehr, sehr gerne und habe sie alle schon benutzt. Und finde sie alle total toll und für 7,95 Euro ja, könnt ihr nichts sagen. Weil die echt hammergut pigmentiert sind und ja, ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ich mache jetzt diesen kleinen Haul doch gesondert, weil sonst wird das Video wieder zu lang. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Sleek Paletten habt, schreibt mir einfach. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sage ich jetzt tschüss und bis zum nächsten Video.